unendliche Liebe. Genau, wir sind jetzt im Donauparkstadion, also noch im Alten. Ja. Sonst müssen wir das Interview 3 Jahre später spielen. Ja. Wie gefällt es dir da eigentlich? Wie findest du die Atmosphäre? Ja, es ist natürlich schreit es jetzt nach Publikum alles. Ich weiß, dass besonders dieses Donauparkstadion, das war einfach der Platz und wird es natürlich auch wieder werden in Zukunft, wo wirklich Party abgeht. Ja, wo man weiß, da sind die Leute da, das sind die Leute, die Feuer haben für diesen Verein. Und da muss uns zuerst einmal irgendeiner biegen. Mhm. Nicht so einfach. Und so glaube ich, das ist das, was man so landläufig den, wie man das sagt, den 12. Mann nennt, das Publikum, ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Und Blau-Weiß-Linz hat eine lange Tradition darin, genau diese Ebene besonders zu pflegen. Und da fühle ich mich unglaublich wohl damit. Was hast du für einen Bezug zu diesem Platz? Weil ich nehme mal an, da wo wir jetzt sitzen, das ist das erste Mal für dich. Für mich ist es im Übrigen auch das erste Mal, dass ich da... Das ist das erste Mal. Also mit einem Sessel auf dem Rosen. Ja, ja. Aber dieses Donauparkstadion hat ja auch eine Geschichte. Und in meiner Kindheit und Jugend war das dann einfach der Platz, auf dem wir auch unsere Jugendspiele ausgetragen haben. Aber da bin ich niemals am Mittelkreis gesessen, so wie heute, sondern eher da im Strafraum hinten beim Tor. Ich bin nie zum Mittelanstoß vorgekommen. Nein, aber den Platz kennt man, so wie viele Traditionsplätze in Linz ja heute natürlich sich verändert haben, aber immer noch bestehen. FC Blau-Weiß-Linz, du bist Kuratoriumsmitglied, du hast es zuerst schon erwähnt. Wie kam es denn zu dem, zu dieser Zusammenarbeit? Also zuerst einmal, klarerweise bin ich angesprochen worden, ob ich mir sowas vorstellen könnte, nämlich. Und als ich das gehört habe, natürlich, was kann ich mir sonst vorstellen, als ausgerechnet bei Blau-Weiß-Linz einmal hineinzuschnuppern und einmal zu schauen, mit wem man es da zu tun hat. Das war der allererste Kontakt. Dann zum Zweiten ist natürlich der Tatsache geschildert, dass ich gemerkt habe, hier gibt es einen Verein, der hat was vor. Der hat was vor. Was er vorhat, habe ich mir dann langsam erzählen lassen und das alles in Gesprächen mit sehr, wie ich meine, einfach sympathischen Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich habe gemerkt, dass der Schwerpunkt niemals nur ausschließlich auf sportlichen Erfolg liegt, sondern dass es gleichzeitig eine begleitende, eine soziale Struktur gibt in dem Verein, die unbedingt dazugehört, meiner Meinung nach, und die einen Schwerpunkt für Blau-Weiß bildet und deswegen bin ich da. Habe ich das richtig verstanden? Also du siehst dann auch deine Rolle als im Kuratorium als jemand, der beim Aufbau hilft und im Rahmen des im Möglichen da unterstützend zur Seite steht dem Verein? Ich weiß nicht, wie weit ich da unterstützen kann, aber was natürlich möglich ist, das ist, dass man bestimmte Schwerpunkte oder Sichtweisen unterstützt. Ja, das sind die immer sympathisch sind, dass es kein Millionärsclub wird, so wie verschiedene Dosenvereine in Österreich unterwegs sind, sondern dass es eben ein anderer Verein ist, einer, der weiß, wo er seine Wurzeln hat und wo er seinen Boden hat. Und auf diesem Boden kann man ja wunderbare Dinge vollführen. Ja. Mhm. Kunststücke kann man vollführen darauf. Und wenn es darum geht, sich gegenseitig zu motivieren oder auch zu verstärken oder zu begeistern, dann würde ich das einfach gern mit anderen zusammen machen. Und bisher ist es so gewesen, dass keine einzige Begegnung mit diesem Verein langweilig war. Besonders die letzten Monate waren ja keine langweiligen Monate für den Verein. Und jetzt ist es, glaube ich, zumindest einmal festzuhalten, dass es Strukturen gibt, auf die man sich langsam verlassen kann, in aller Gelassenheit, in aller Ruhe kann man jetzt mal auch die sportlichen Notwendigkeiten, die ja, immerhin ist das ein Sportverein und der muss ja auch erfolgreich sein, und die kann man jetzt auch noch auf die Beine kriegen. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen so spinnen, so in der Zukunft spinnen. Ich überlege gerade, was mir einfallen würde, wenn ich jemanden wie dich im Kuratorium hätte und was im Verein zu sagen hätte. Und da würden sich natürlich mehrere Dinge auftun. Allen voran, was kann man mit deinen Karikaturen machen? Ich habe auch schon gehört, dass ein bisschen in Planung ist, im Merchandise-Bereich was zu machen. Könntest du dir sowas vorstellen? Wenn ja, wie würde das ausschauen? Also wenn ich mir es nicht vorstellen könnte, wäre der falsche Mann an diesem Platz. Und selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Wie das ausschauen würde, kann ich niemals sagen. Ich weiß es nicht ganz genau. Für Moff beispielsweise ist ein Maskottchen entstanden, das niemals als Maskottchen vorgesehen war. Der Pudel eben. Naja, sowas passiert. Und wenn man den halt einmal drüber lässt und mal mir sagt, was denn da hier die Themen sind und so weiter, dann bleibt man nichts anderes über, als das in Zeichnungen, in Figuren, ich weiß nicht, in was für Merchandising-Ebenen zu übertragen.
mit anderen zusammen, sage ich gleich einmal, weil ich bin nicht der, der sich professionell da jetzt dafür einsetzen lässt, sofort das ein oder andere Wunderding zu entwickeln. Aber da können ein paar Leute zusammenhelfen und wir werden kreative Kreise haben, die vor allen Dingen, glaube ich, das liefern können, was wir gemeinsam ja wollen, nämlich, dass wir die Menschen ansprechen mit einer bestimmten Art von Charme. Ja? Mhm. Und sagen, passt auf, bei uns geht nicht nur Rock'n'Roll ab, sondern es ist Europapokal angesagt. Wir wollen was erreichen miteinander und, was man nicht ganz vergessen darf, wir haben sowas wie einen Restschmäh nämlich auch. Ja? Also es ist eine Garde mit uns, bitte kommt's auch und findet euch ein. Das heißt, wir werden die Menschen einladen, sich mit Blau-Weiß-Linz zu beschäftigen. Und dafür gehören natürlich auch hin und wieder mal Zeichen, die man setzt. Und wenn das Merchandising sein sollte, bitte dann denken wir halt mal darüber nach, was es sein kann. Ja? Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, könnte in Zukunft auch im MOV-Heftel eine der Geschichten sich so rund um FC Blau-Weiß Linz bewegen mit einem blau-weißen Bull oder. Da bin ich nicht immer. Ganz sicher. Das kann ich jetzt alles überhaupt nicht versprechen. Wenn ich weiß Ideen noch, dass kommen. In dem MOV-Heftel alles das drin ist, was mich aufregt oder was mich beschäftigt. Mhm. Ja? Und prinzipiell kann ich mir jetzt alles vorstellen. Je nachdem, was denn so abgeht rund um einen Verein, in dem man sein Herz drinnen hat. Ja? Und es müssen nicht unbedingt dann nur jetzt jeweils blau-weiße Kicker da vorkommen, sondern es kann auch manchmal dieses Phänomen Fußball insgesamt kommentiert werden, so wie es Satiriker ja machen. Und auch da habe ich schon Erfahrung und ich habe hin und wieder schon mal gestaunt, dass man auch in großen Zeitungen hin und wieder diese Themen auch auf einer Seite platzieren kann, wo man sich eigentlich politische Kommentare erwartet. Mhm, geht sich alles aus. Ja. Geht wunderbar. Schön. Eine andere Idee, die mir so spontan eingefallen ist, ist das, da sind ja verschiedene Graffitis da herinnen. Ja. Wäre das vielleicht auch mal ein Projekt mit Fans gemeinsam solche Dinge zu gestalten? Ja, das ist großartig. Ich weiß nicht ganz genau, wie das so schnell erzählen kann. Jedenfalls, wir haben in der Tabakfabrik, in dem Nachbargebäude eigentlich jetzt, gleich da gegenüber, sowas wie Graffiti-Meetings gehabt, 2 oder 3 Jahre hintereinander. Ja, dafür gibt es vor allem meinen Sohn Christoph, der es damals blendend gemanagt hat. Und die Szene der Graffiti-Sprayer ist ja ein internationaler Wahnsinn, was da für tolle Ergebnisse damit zustande kommen. Die ist ja sehr vernetzt. Ja. Und ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass man da jetzt gleich mal bei Blau-Weiß, wenn es gefragt ist, ja, sich sowas überlegt. Man muss mit dem Christoph sprechen. Mhm. Christoph ist mein Sohn, aber mein Chef gleichzeitig. Das ist immer gut. Söhne mit einem Chef kleinen Augenzwinkern zwar, aber es ist nicht weit davon entfernt. Das ist erstaunlich genug, dass man mit seinem eigenen Sohn über 12 Jahre zusammenarbeiten kann, ohne dass jeweils die Fetzen fliegen. Fliegen auch, ja, ist ganz klar, zwischen vernünftigen Menschen passiert sowas, aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, dass man so eben in dieser Szene jemanden hat, der das ohne weiteres auf die Beine bringt. Choreos wäre so eine Möglichkeit. Es gibt immer wieder spezielle Tage bei Fußballspielen, wo dann spezielle Choreos erarbeitet werden. Wunderbar. Das wäre ein schönes Projekt. Da gibt es die Leute, die sich damit beschäftigen, das ist ganz klar, und das bin ich dabei und das werden wir so anhören und mal schauen, wie wir das gemeinsam so gestalten, dass wir Freiheit haben dran und dass es uns einfach auch taugt. Ja. Müssen wir schauen, ob der Verein auch drauf anspringt und dann schauen wir, dass wir da Menschen finden, die da gerne mitmachen würden. Das werden wir schaffen. Sehr schön. Einen Wunsch möchte ich noch äußern, weil wir zuerst beim Merch waren. Ich spreche gerade jeden an, wo es irgendwie geht und bringe das immer wieder aufs Tapet. Ich wünsche mir ja solche Dinge. Ich weiß ja nach wie vor nicht, wie sie heißen. Das sind so ganz super die Dinge. Heißen, solche Dinge heißen die. Ja. Ja. Solche Dinge. Den Arm und die Hände reinstecken und oben steht St. Pauli drauf, glaube ich. Da steht St. Pauli drauf, genau. Und sowas hätte ich gern von FC Blau-Weiß Linz. Und besonders lustig war es, wenn da auch noch so irgendein Cartoon vom Budel oder vom Stefan Reiter, seiner Frau, egal wie die Zukunft von Blau-Weiß Linz weitergeht. Aber sie kann, Blau-Weiß darf nicht riskieren, dass Bettina jemals die Finger abfrieren. Aus diesem Grund brauchen wir sowas. Also genau, ich bin das der ist Erste, nicht sofort ganz uneigennützig und außerdem schaut es ziemlich cool aus, finde ich. Naja, sicher. Aber falls sich der Verein dazu entschließt, solche Dinge, die wir nicht namentlich nennen können, auf den Markt zu bringen, würde ich natürlich welche kaufen, klar. Ja. Aber du könntest dir ja vorstellen, das zu gestalten. Das kann ich mir vorstellen, gemeinsam mit Sargon, der sehr viel Erfahrung hat in dieser den Richtung. Den habe ich ja schon angesudert. Das heißt, das muss einfach sowas wie, man nennt es ja Brainstorming eigentlich, also Hirnstürmen genau genommen, also sich zusammenzusetzen und dann zu überlegen,
Was könnte denn so etwas Ähnliches wie ein Symbol sein, ja, das vielleicht sogar über die Karikatur kommt, je nachdem. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Schön. Das hört sich an, wie wenn jede Menge Projekte sprießen werden, jede Menge Arbeit auf uns alle warten könnte, worüber wir uns aber auch recht freuen. Gibt es noch irgendeine Botschaft, die du an die Fans aussenden möchtest? Irgendwas nur ein Gruß oder ja? Das tut mir jetzt sehr schwer, ich habe nichts vorbereitet. Ich habe hab keine Grußbotschaften vorbereitet und diese Frage ist erst überraschend für mich, aber sie ist ohne weiteres zu beantworten. Nämlich, bitte, es hat einmal gegeben, glaube ich, einen Begriff, den man der damaligen Fürst-Linz zugeordnet hat, nämlich Kockstierler, hat man gesagt, oder? Zur damaligen Fürst-Linz. Das sind die Kockstierler. Falls es so ist, dass der Begriff immer noch existiert, würde ich sagen, das ist eine hohe Auszeichnung. Ja? Es ist eine hohe Auszeichnung, für Blau-Weiß in Linz zu stehen. Und ich weiß, dass Leute da sind, die wirklich mit Herzblut diesem Verein anhängen. Dazu gehöre ich auch. Ja? Und wenn wir da gemeinsam uns zusammenfinden werden, dann freue ich mich auf jede einzelne Begegnung. Ich hoffe nur, dass sich die jetzige Zeit, in der wir uns gerade heute treffen, also das ist natürlich von Corona massivst beeinflusst, in einer Art und Weise verändern wird, dass wir wieder Stadien haben, wo sich die Leute wenigstens so äußern können, wie es zu Fußball dazugehört. Ja, ich brauche wirklich auch die Stimmen der Fans. Und die Stimmen der Fans sind so laut und so gut, dass ich glaube, dass es auch sportlich zu Buche stehen wird. Weil dieser Fankreis, der da dabei ist, das ist wirklich ein zählbarer 12. Mann, unbedingt. Und Frau? Es ist ein zählbarer. Soll ich den ganzen Satz wiederholen oder so? Nein, von dir hinknien und jetzt um gendermäßige Abbitte heißen? Nein, das ist nur, damit wir auch erwähnt sind. Aber selbstverständlich sind die Frauen damit gemeint. Yes, yes, yes. Ich sehe euch tappen. Aber das macht ja nichts. Das ist ganz klar, dass damit das auch gemeint ist. Ja. Ich bedanke mich auf das Allerherzlichste für dieses herzliche Gespräch. Ja, aber das ist total schön. Der Dank ist ja meinerseits. Weil du hast zwar die Finger geschützt, aber die wird kalt in die Zehen, nehme ich jetzt an. Deswegen beenden wir das Gespräch jetzt. Vor allem müssen wir den Platz dann freimachen für die U14, die dann gleich ein Match da hat. Die spielen heute. Okay, ja. Versprochen ist, dass wir uns das nächste Mal beim Fußballmatch wieder treffen. Liebe Bettina, vielen Dank. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, liebe Bettina. Danke. Mich auch. Danke. Blow, 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 blow